Jo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Modcraft. Und zwar nämlich Modcraft Folge 3 schon. Und ich habe euch ja letzte Folge gesagt, dass ich mich heute mal um unser Haus kümmern möchte. Aber ich bin hier gerade nicht mehr an der Mine. Also nicht wundern, Leute. Ich bin hier gerade wo ganz anders. Und ich habe angefangen, ein Haus zu bauen. Also was soll ich sagen, kein Haus, also es soll eine Burg sein und ich will halt, ja, so groß ist sie, ich will halt, dass es hier mehrere Etagen gibt, so drei Etagen irgendwie und ja, also ich möchte halt, dass es hier drei Etagen gibt. Und dann könnte man hier in der Mitte vielleicht auch so Kreise machen, dass es da irgendwie so der Hauptraum ist oder. Ja, also heute würde ich mich mal um unsere Burg kümmern. Also das wäre halt dann erstmal unsere Burg. So sieht die dann aus. Also so groß ist die dann. Und mit Cobblestone würde ich dann hier runter alles verschließen. Also das hier würde ich dann hier komplett alles verschließen. Und das würde ich auch in der heutigen Folge schon mal machen. Ja. Dafür müssen wir aber erstmal ein bisschen Cobblestone farmen. Ich bräuchte aber erstmal eine Werkbank. Und Cobblestone farmen würde ich dann hier unten. Also unter unserem... Wie soll ich sagen, unter unserem Haushalt. Also unter unserer Burg. Ich crafte mal das ganze Holz hier. Wir brauchen jetzt noch eine Werkbank, weil ich würde mir eine Steinspitzhacke machen. Wir brauchen jetzt wahrscheinlich so, ja, so 15 Stacks oder so. 15 Stacks brauchen wir jetzt wahrscheinlich. Cobblestone und das wird sehr lang dauern. Und ich möchte unsere Burg dann auch so, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber auch so Cobblestone, auf so Cobblestone Bricks machen. Und ja, aber erstmal würde ich drei Pickaxes craften als Ersatz. Weil wir müssen richtig viel farmen. So, aber es ist gerade mal nachts. Ah, jetzt ist unser Bett da oben, Leute. Dann gehe ich mal kurz hier hoch mit dem Wassereimer. Und so. Das Bett müsste hier gleich irgendwo sein. Hier, genau. Ich würde das Bett hier auch stehen lassen, falls wir sterben. Komm schon! Ja. Let's go. Ich equip mal eine. So, hier. Jetzt haben wir Cobblestone. Eine Cobblestone Pickaxe. Okay, dann baue ich einfach mal hier ein Loch. Ah, perfekt. Wir sind eh in der Höhle, also von dem her. Ja, ich würd erstmal 3 Stacks Cobblestone farmen. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall gleich mal, wenn ich das Cobblestone hab. Ciao, Leute. Okay, Leute, nach ein paar Minuten Farmen haben wir die 3 Stacks Cobblestone jetzt auch zusammen. Ihr seht's. Ja. Und sogar noch 10 Cobblestone dazu. Cool, cool. Ich würde jetzt, ja, wie ich es euch gesagt habe, die Wände erstmal. Also nicht die Wände. Also... Ich meine, das... Guckt, Leute, ich möchte, falls ihr es jetzt nicht immer noch nicht versteht, das da oben, hier oben, wird dann der Boden sein. Und hier kommen dann auch so komplett Steinwände hin. Das wird dann sozusagen unser Keller sein, wo wir zum Beispiel auch Cobblestone minen können, oder... Ja, es wird halt einfach unser Keller. Also ich hoffe, ihr versteht jetzt, worauf ich hinausgehe. Hier ist nochmal ein Bett von uns. Ist auch ganz nice. Oh nein, jetzt habe ich mein Spawn. Oh mein Gott, ich bin so blöd. Wartet mal, Leute. Hier setzen wir unseren Spawn Points. Das Essen holen wir wieder und ja. Dann fangen wir hier jetzt auch erstmal an. Ich würde hier erstmal komplett hier alles rüberziehen.
So. Wir ziehen das hier mal alles komplett durch. Ja, und ein Stack, Leute, ist fast schon weg. Ein Stack, Leute. Für so bisschen. Das ist ja unglaublich, Leute. Für so bisschen schon fast ein Stack. Ein Stack ist jetzt schon weg. Da sind die drei Stacks ja gar nichts. Ja, Leute, ich verbrauche mal mit euch hier die drei Stacks. Jetzt erstmal. Oder. Leute, wisst ihr was? Wir sehen uns gleich, wenn die erste Wall mal komplett fertig ist. Bis dann. Ciao. Okay, Leute. Kurzer Zwischenstopp. Wir haben jetzt auf jeden Fall die drei Stacks erstmal verbraucht. Und ja, ich wollte es euch nur mal mitteilen. Und ich gehe jetzt auf jeden Fall nochmal drei Stacks holen. Wir sehen uns gleich auf jeden Fall wieder. Ciao. So, Leute, jetzt habe ich endlich wieder nach gefühlt halber Stunde wieder die drei Stacks zusammen. Wir gehen wieder hoch und ich baue wieder etwas. Ich habe hier mir extra nochmal das Bett hingebaut. Auf jeden Fall, ich versuche heute mal, alle Wände, wie gesagt, fertig zu machen. Es wird wahrscheinlich sehr lange dauern, aber ich werde es versuchen. Ja, und, ja. Auf jeden Fall, wir sehen uns auf jeden Fall, wir sehen uns gleich, wenn ich wieder die Stacks verbraucht habe. Ciao, Leute. So, noch die letzten 12 Blöcke setzen wir wieder. So. Wartet mal. Hier noch die 2 und da noch ein paar. So, Leute. Und das haben wir dann auch. Also, so sieht es bis jetzt auf jeden Fall mal von außen aus. Das sieht auf jeden Fall hier schon mal ziemlich cool aus. Das würde ich hier sogar eigentlich so lassen. Und hier kommt dann halt da oben drauf die eigentliche Burg. Ja, also so sieht es halt jetzt aus nach den 3 Stacks. Und so wird es jetzt auf jeden Fall das ganze Video ablaufen. Ich hole jedes Mal die 3 Stacks, sage euch Bescheid, bau kurz und ja. Wir sehen uns auf jeden Fall, wenn ich wieder die 3 Stacks habe. Ciao, Leute. So, Leute, wir haben die 3 Stacks wieder zusammen. Jetzt frage ich mich gerade, wie ist es jetzt mit dem Keller? Ich würde den nicht zum Minen benutzen. Ich würde den hier komplett, den ganzen Boden mit Quarz ersetzen. Aber das machen wir erst, wenn die Burg wirklich fertig ist. Ja, Leute, dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder. Ciao. So, Leute, die letzten paar Blöcke. Und die 3 Stacks sind wieder leer. So sieht unsere Wall aus. Oh mein Gott, Leute, wir sind fast fertig mit der ersten Wall. Let's go. Also, ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich die 3 Stacks wieder habe. Ciao, Leute. So, Leute, wir haben jetzt auf jeden Fall die 3 Stacks wieder. Hier seht ihr es, hier die schönen 3 Stacks Cobblestone. Es hat wieder eine Ewigkeit gedauert. Das ist unglaublich, wie lange das dauert. Das sind gerade mal 3 Stacks. Und das ganze Video, was ihr bis jetzt gesehen habt, mindestens, ja, so eine Stunde. Das dauert echt lange, Leute. Das kann ich euch garantieren. Wenn nicht sogar schon 1,5. Also, es ist nicht ohne. Wir killen die mal hier kurz und ja, Leute, ciao. Wir sehen uns auf jeden Fall, wenn ich wieder die Stacks verbraucht habe. Okay, Leute, also ich habe vorgenommen, dass wir heute erstmal nicht die ganze Wand bauen. Also nicht komplett alles, sondern jetzt nur noch einen kleinen Teil von der Wand hier. Ich verbrauche mein Stack und ja, weil es wird halt sonst einfach zu viel. Ich kann halt nicht so viel machen, weil ich habe noch viel vor. Deswegen, ja. Es ist halt immer so kritisch. Aber wir bauen. Ja, perfekt. Aber wir füllen das auf jeden Fall alles mal aus.
So, warum? Hier noch was. Hier waren wir noch was. Perfekt sieht das aus bis jetzt. Und da ist unser Cobblestone auch leer. Ich würde sagen, Leute, ich hole noch mal ein Stack. Und... Komm schon! Ja! Wartet mal, wir locken den Creeper mal kurz weg. Ich hole noch mal ein Stack. Nein, nicht explodieren. So. Also, ich gehe jetzt noch mal kurz ein Stack holen. Und das verbauen wir dann, würde ich sagen, auch. Wo ist denn hier unsere Biene? Och, muss hier jetzt ein Creeper? Nein. Hier ist das. Perfekt. Okay, Leute. Ich baue hier einen Tunnel. Keine Ahnung. Einfach aus Spaß. Also, wir sehen uns, wenn ich den letzten Stack habe. Ciao, Leute. Okay, Leute. Wir haben den Stack jetzt. Unsere Pickaxe ist auch fast kaputt. Okay, sorry. Aber wir gehen jetzt auch mal wieder zurück. Hier hoch. Hier hoch. Was mache ich da eigentlich? Ja, aber wir haben in der Folge jetzt eigentlich meiner Meinung nach schon etwas erreicht. Also, ja, es sieht zwar wenig aus, aber glaubt mir, Leute, es geht nicht einfach so schnell hopp hopp. Das dauert wirklich, glaubt mir, also, es ist jetzt nicht die Welt. Es sind jetzt nicht so 3-4 Stunden, aber es kostet schon etwas Zeit, also. Wir bauen das hier mal alles kurz zu Ende. Ich schwimme hier einfach mal kurz hoch. So. Ich baue das hier mit der... Oh, Leute. Warum dauert das denn jetzt so lang? So. Jetzt nehmen wir das Wasser wieder. Und machen hier weiter. Ich find's auch cool, dass auf dem Ressourcenpack, dass es so irgendwie manchmal bei bestimmten Blöcken neue gibt. Also neue Texturen. Zum Beispiel, das ist ja jetzt der Cobblestone. Und es ist jetzt ganz cool, weil manchmal ist es hier dieser normale und manchmal hier dieser coole. Also ich find diese Stonebrick-artige. Ich find den Stonebrick viel cooler, also schöner, meiner Meinung nach. Weil ich würde es cool finden, wenn es ins normale Minecraft so reinkommt. Ich habe jetzt nur so ein Ressource-Pack drauf. Warum habe ich wieder Zombie-Geräusche? Ach nee. Was baue ich hier gerade eigentlich? Oh Mann, Leute. Ich bin definitiv kein Profi im Bauen. Das sieht man doch schon. So. Ja, Leute. Dann haben wir eigentlich jetzt auch schon einen ordentlichen Teil von der, also von unserem Keller, sage ich mal. Das sieht auf jeden Fall schon mal ganz okay aus. Also, das kann man auf jeden Fall machen. Aber dann würde ich jetzt eigentlich auch sagen, war's das mit einer weiteren Folge. Like und Abo nicht vergessen. Und viel Spaß in der nächsten Folge. Ciao, Leute.